So, wenn ein Schüler zu mir kommt und es ist meistens die Herren, die haben sehr viel Kraft, aber trotzdem fliegen die Bälle nicht so weit. Dann als erstes lasse ich sie Folgendes tun: Mit einer Hand schwingen, also mit der rechten Hand die Rechtshänder. Und bitte den Schläger da greifen, wo die rechte Hand normalerweise wäre beim Griff. Und dann lasse ich die erstmal ein paar Probeschwünge machen. Und sofort, weil man jetzt nur mit einer Hand schwingt, das Gewicht des Schläges sorgt dafür, dass ein bisschen gewinkelt wird. Und ja, das Handgelenk ist hier sehr entscheidend. So, beim Ausholen zeige ich meinen Schüler, wie er oder sie in eine gute Position hier hinten kommt, mit dem Ellbogen ein bisschen unten, nicht oben. Das Griffende zeigt ein bisschen zum Ball. Und eigentlich, wenn man nur den Schläger schwingen lässt, kommt man automatisch in diese Position. Und dann von da beim Abschwingen die Arme zu senken, wie immer, Gewicht verlagern, rotieren und dann diesen Winkel lösen. Und was auch dann ganz entscheidend ist, dass die Endposition so aussieht. Ich habe hier gewinkelt und ich habe hier gewinkelt. Ich sehe das so oft bei meinen Schülern, dass sie irgendwo da anhalten. Der Durchschwung ist kurz, es ist fest. Und das kostet Schlägerkopfgeschwindigkeit und Länge. Und wenn ich hier anhalte, muss mein Schwung steif sein. So, dann einfach ein paar Bälle auch so schlagen. Das ist wirklich egal, ob der Ball getroffen wird oder nicht, aber einfach ein Gefühl dafür bekommen. Und dann der nächste Schritt ist interessant. Ich lasse sie ausholen, in diese Position kommen und dann lasse ich sie ihre linke Hand dazu bringen und dann den Schläger wieder normal greifen, damit sie ein Gefühl für diese schöne Position bekommen. Und dann sage ich, okay, jetzt starte den Abschwung wie immer, aber spüre die rechte Hand, wie du es bei der einhändigen Übung gemacht haben. Und dann sofort gibt es ein ganzes Stück mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit, besserer Ball-Bodenkontakt und längere Bälle. So, geh so bald wie möglich auf die Range und bekomm das Gefühl des einhändig Schwingens mit der rechten Hand, rechter Arm, rechte Schulter und dann benutze es mit beiden Händen. Und dieser Release ist ein bisschen das Geheimnis.